Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. So, folgende Sache. Wir haben ein paar Baustellen und wir haben auch ebenfalls eine, ich sag mal, eine Scout-Mission. Denn, ich habe schon wieder geblüpst, es tut mir leid. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte, dass hier in diesem Berg eine Eisenfarm entstehen soll, die mehr oder weniger so ein bisschen auch Anlegung hat auf die Megaburg. Das heißt, das ist so ein bisschen sowas wie eine, das könnte sowas so ein bisschen werden wie eine kleine Burg vielleicht, oder so ein burgähnliches Gebäude, was dann hier mal so stehen wird. Die Sache ist die, ich wollte tatsächlich schon mal gucken, wie wir das jetzt hier zumindest auf einem Weg machen, und zwar auf dem Weg der Wege. Ach, ich habe mein, oh nein, ich habe mein Inventar wieder nicht ausgeräumt. Oh, ich habe mein Inventar wieder gespeichert. Moment, ich meine, lass mal geben. Okay. Also, ich habe ja drüben schon provisorisch den Weg mal gelegt. Für dieses Problem hatte ich doch Stairs. Habe ich noch... Ich habe das dann mit. Warte mal, ich habe doch bestimmt hier in irgendeiner der Kiste noch ein paar Holztreppen. Hier, 64 Stück. So. Und zwar, ich habe sogar überlegt, ob wir das so machen. Ich habe noch ein bisschen Dirt. Ich habe noch ein bisschen Dirt. Wie kriege ich das denn hier mal gut hin, dass der Weg nicht komisch aussieht? Scheiße. Mut zurück an dich. Okay, entweder mache ich das hier komplett trocken. Entweder lege ich das komplett trocken. Oder ich zaubere hier so eine kleine Hängebrücke hin, die nach da drüben zieht, zu dieser Eisenfarm, in diese Miniburg rein oder so. Als einer der Eingänge. Mach dann hier vielleicht noch einen Haupteingang in die Richtung. Auf jeden Fall, wir müssen da ein bisschen was ausschlechtern. Die Sache ist auch die, ich habe ein paar Designs schon im Kopf, aber ich habe jetzt auch noch kein Hauptdesign mir festgelegt, wie ich das dann haben möchte. Da geht sogar noch Lava raus. Wie weit geht denn der Berg bis nach hier vorne eigentlich weg? Schon ein kleines Stückchen. Ist jetzt nicht super mega weit, aber schon ein bisschen. Und endet das eigentlich direkt dahinter? Dann ist nämlich dahinter auch direkt ein Zugang zum Meer. Das wäre dann hier. Okay. Und dann blickt man direkt hier vorne raus. Das ist natürlich geil. Weil hier sieht man dann auch direkt den Sonnenuntergang zu von wieder einem anderen Gebäude. Ich weiß halt nicht genau, wie Eisenfarmen jetzt... Ich hätte mir da vielleicht mal was dazu angucken sollen vorher. Bevor ich jetzt anfange, Designs zu planen, die am Ende gar nicht funktionieren. Passt das überhaupt mit der Distanz? Weil nicht, dass das irgendwie zu nah am ersten Dorf dran ist. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt sowas? Wie weit ist denn, wäre das denn dann entfernt? Weil im Grunde machen wir ja dann hier hinten, gründet man ja ein neues Dorf. Sagen wir mal, so 200, 300 Blöcke weit sollte es vielleicht schon sein. Ich weiß dann aber nicht, ob das mit dem Berg halt passen würde. Weil die hier, die wären nämlich, glaube ich, zu nah dran, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir den Berg überhaupt benutzen können. Zeig mal her, wie weit ist denn das? Also ob hier hinten irgendwo beginnt das Dorf dann. Das andere. Das sind irgendwie 100 Blöcke. Ist das weit genug? Oder hier 150 mit dem einen? 150, 200? Ich weiß nicht, ob das reicht. Oder ob das überhaupt was ausmacht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Sind denn überhaupt da hinten auch mal Eisengolems gespawnt? Weil ich weiß, dass ich da welche hingebracht habe, ne? Also ich glaube, das macht schon was aus. Habe ich denn hier irgendwelche Koordinaten? Bitte kurz hier mich mal durchlassen. Ich glaube, hier spawnen gar keine Golems, ne? In dem Dorf hier. Weil die haben sich alle wieder verpisst hier, ne? Ohne Scheiß, die haben sich alle hier wieder verpisst. Ist ein einziger Golem nur unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob das mit der Eisenfarm da hinten funktioniert, ehrlich gesagt. Ich sollte mir mal was durchlesen dafür. Glaube ich, soll mal was angucken. Ich hätte mich wieder besser vorbereiten sollen. Ich habe mich wieder scheiße vorbereitet. Also ich kenne ja, eigenständig kenne ich ja ein Eisenfarm-Design. Das ist aber auch schon ein paar Tage her. Daran wird es nicht scheitern. Es würde halt nur daran scheitern an den Infos. Oder ich muss halt davon einfach mal ein paar loswerden. Auch mal. Weiß nicht, vielleicht bin ich irgendwie auch an einem Eisengolem-Spawn-Limit oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht genau. Oder ich integriere eine Eisengolem-Farm in dem Dorf da. In dem ersten Hauptdorf oder so. Das wäre eigentlich lustig. Zwar nicht fürs Dorf, aber für mich. Ja. So. Noch ein bisschen Grünscheiß rumfliegen. Wollte ich denn den Grünscheiß eigentlich rumfliegen? Habe ich das sonst hier drin gehabt? Tatsächlich. Es wird Zeit, die Kisten aufzuräumen. Die Schulker aufzuräumen. Das, was hier oben wieder nicht reinpasst, packe ich dann wieder nach unten. Die hier ist sogar leer. Ja, weißt du was? Dann. Wo war ich leere Schulkerboxen nochmal auf? Jetzt auf jeden Fall erstmal hier. Ich weiß jetzt echt nicht, wo die anderen alle sind. Nun. Aber echt, aber jetzt mal ernsthaft, wo sind die anderen? Ich hatte doch, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 Stück davon. What? Irgendwie fehlt da was. Naja, okay. Ich mache mal ein bisschen einsortieren im Schnelldurchlauf. Und dann hören wir uns gleich wieder. Thank you.
So, das war's dann auch von der Runde schon, weil vom Holz, fürs Holz haben wir hier gerade keinen Platz mehr. Da brauche ich echt eine zweite Holzkiste. Unten im Lager halt, ne? Müssen wir mal anfangen, richtig mal Holz so einzuordnen. Muss endlich mal gemacht werden. Dann kann. Okay, warte mal, dann stehen die anderen Schulkas. Wenn sie hier nicht stehen, dann stehen sie vielleicht noch da oben? Wait the fuck? Ich weiß, dass ich auch noch eine rote hatte. Wo habe ich die denn hingestellt, Alter? Hab ich die hingestellt? Wo hab ich die hingestellt? Kann sein, dass die in der, ich glaube, ich habe eine Idee, wo die sein könnten. Ups. So. Wie sieht's eigentlich hier aus, sag mal? Oh wow. Die ganze Seite hier ist komplett voll. Holy shit. Was sagen denn die Trichter hier? Alter, okay. Oh, Scheiße. Okay, das heißt aber, das hat weitergearbeitet dann. Aber warum ist denn so wenig hier nur auf der Seite angekommen, frage ich mich. Weil hier, dann ist ja hier so gut wie nichts angekommen an sich. Ist eigentlich ja nicht so super toll, Alter. Aber warum hatten die Seite so viel weitergearbeitet und die anderen nicht? Heilige Scheiße. Okay. Aber cool. Ach so, das geht jetzt in die andere Kiste. Ach so, die hier ist auch voll. Okay. Alter, geil, dann hat das hier aber weitergearbeitet. Das freut mich. Das freut mich. Wie weit allerdings hat das weitergearbeitet, ist die Frage. Weil hier kommt ja fast gar kein Platz mehr durch. Muss ich dann hier aus diesen ganzen Trichtern den ganzen Scheiß hier rausfischen hier? Guck mal. Guck dir Dortmo an. Guck dir mal Dortmo an, was hier abgeht, du. Alter. Nein! Gib mir meine Schulkerbox wieder. Scheiße. Ey, what the fuck, was geht hier ab? So. Krass, damit habe ich nicht gerechnet. Also, das hat tatsächlich weitergearbeitet. Es hat tatsächlich weitergearbeitet. Aber wie nice ist das denn? Das heißt, das mit der Mühle funktioniert. Richtig? Weil ich kann mich nicht entsinnen, dass ich hier das letzte Mal lange AFK gestanden habe, damit das hier zustande kommt. Habe ich nämlich nicht. Habe ich wirklich nicht. Ich habe wirklich nicht offscreen AFK irgendwo rumgestanden. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich das mal machen will, habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Hab ich wirklich nicht, Leute. Das ist jetzt interessant. Okay, dann möchte ich jetzt aber wirklich wissen. Dann möchte ich jetzt wirklich mal wissen. Dann möchte ich jetzt mal wirklich, wirklich, wirklich wissen. Oh, nicht gut. Also wirklich, wirklich, wirklich wissen. Ob zufälligerweise dann wirklich das Stehen an der Mühle das hier weiterführt. Ich werde das mal umziehen hier auf die andere Seite, das meiste. Natürlich nicht alles, weil ich brauche hier auch ein bisschen Platz. Aber das ist cool. Das ist sehr cool. Jetzt haben wir hier irgendwie.
8 Millionen mal Wolle fertig. Mit der wir mal arbeiten können später. Das ist sehr hilfreich. Sehr hilfreich. Für was wir sie mal brauchen? Wir werden es noch herausfinden. Wir haben auf jeden Fall so gut wie alle Farben am Start. Und zwar mehr als genug. Ah, das wird ja lustig mit der nächsten Einräumtour hier. Hehe. Coolio. Da muss ich ja wirklich mal für jede Wollfarbe hier mal eine Schulka klar machen. Und die dann immer mal abliefern gehen. Ne, aber das freut mich. Das freut mich. Das freut mich doch sehr. Dass das hier tatsächlich so gut weiter funktioniert hat. Und es hätte auch noch weiter, länger, glaube ich, weiter funktioniert. Aber nice, nice. Und, ach ja, hier sind die roten Schulkerboxen übrigens nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo die sind. Ich muss Fleisch auffüllen. Fuck, wo sind die denn? Stehen nicht. Gut, dann gehen wir jetzt aber erstmal nochmal in die Monsterfarmen da rein, weil ich möchte nämlich auch noch... Da steht sogar was drin. Hallo, guck mal. Ja, ein bisschen die Elytra wieder ein bisschen heile. So, wenn wir schon hier sind. Hier die... Alter, was da alles runterploppt. Hört euch das mal an. Die Lava-Farm, hallo. So, wenn wir mal schon hier sind. So, die brauchen wir nämlich, um später die Lava-Farm noch zu erweitern. Das wird nämlich später unsere Brennanlage. So, Alter, was hier alles runterploppt. Nice. Bin zufrieden. So, wir brauchen ein bisschen Spitzhacke, bitte. Dankeschön. Ist trotzdem gut, dass ich meine Platte hier anziehe. Nicht, dass wir hier irgendwie an einen Zufallscreeper geraten, der hier auf einmal rausbackt und sich dann hier explodieren lässt oder so. Das wäre schon lustig. Das wäre, glaube ich, ein richtig lustiger Hardcore-Tod. Und zugegebenermaßen muss ich aber auch sagen, ein sehr unverdienter. So. Okay. Gut. Ich glaube, ich muss mich wirklich mal nochmal schlau gucken, wo die rote Schulterbox war. Okay, egal. Was hatte ich denn hier eigentlich noch alles drin gehabt? Also, ich muss hier auf jeden Fall beim nächsten Mal gucken, dass die Deep Slate-Dächer hier an den Start gehen. Weil die brauchen wir nämlich. Und was brauchte ich hier noch? Also wir brauchen die Deep Slate-Dächer oben auf diesen Turmspitzen. Habe ich die Turmspitzen jetzt eigentlich... Hatte ich die beim letzten Mal final schon abgemessen? Oder wollte ich da nochmal was draufpacken? Ich erinnere mich da leider nicht mehr so gut. Ich glaube aber... Ich glaube aber, wir waren hier soweit... erledigt, ne? Mit den Abmessungen. Bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht wollte ich die Fronttürme noch ein bisschen höher machen. Ich weiß gar nicht, wie hoch sind die denn im Vergleich zu dem da? Nein! Mist. Ich schätze mal so... Das ist nicht gut, was ich hier mache. Aber ich schätze mal, ich glaube so 10 Blöcke, ne? So, komm, lass mich mal sanfter landen hier, bitte. Dankeschön. Wie hoch seid ihr? Ihr seid 106. Und die sind ein bisschen tiefer. Okay, die sind ein bisschen tiefer. Als die da. Vielleicht gehe ich global wirklich nochmal
ein bisschen was drauf beim nächsten Mal, ne? Auf die Türme. Dann machen wir hier vielleicht nochmal 10 höher und bei den anderen allen nochmal 5 höher. Müsste ich, glaube ich, auch so ein bisschen abbrechen, wie dann die Fensterlage sich da verhält. Immer diese Fenster. Immer diese Ausguckfenster und so. Also hier dann, oder hier 12 drauf? Warte mal, wir sind bei einer... Okay, die könnte man auf 120 machen. Meine GPU war da auf 100%, warum? Und die da... Auf beiden Seiten. Es ist 104, okay. Also ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch Folgendes. Wir werden auf die Haupttürme... Oder mache ich einen 6-3? Also... es soll halt auch nicht zu hoch oder jetzt diesen... Oder jetzt den Turm hier irgendwie zu sehr, ich sag mal, wegblenden, wenn die Dächer dann hinkommen. Mit dem Deep Slate. Und das wird dann auch alles nochmal abgemessen. Da werden nochmal... Kommt unten eh nochmal so Detailsachen dran. Und an die Mauer wollte ich ja auch noch, eigentlich wollte ich an der Mauer auch noch so einen festen Grundstein aufziehen. Ich weiß aber nicht, wie weit das, möglich ist. Wir hatten ja die Dinger gemacht, genau. Und dass es dann halt noch so ein festes Abrundungsding gibt. Das Problem ist aber, das muss auf einer Höhe stattfinden, die überall zugänglich ist. Dazu müsste ich ermitteln, welche dieser Höhen hier nicht passt. Oder ich sag mal, welche Höhe hier den niedrigsten Stand hat. Das Problem ist, hier sind einige, die haben zum Beispiel nur 6 noch hoch. Also das niedrigste ist 6 und hier ist das nicht mal fertig. Hier ist es nicht mal fertig. Okay, dann habe ich fürs nächste Mal schon mal eine Aufgabe. Und dann nochmal die... Dann machen wir erstmal wirklich die Burg weiter. Ich muss mir mal zur Eisenfarm. Schaue ich mir mal, glaube ich, mal nochmal genau an, was das für Voraussetzungen hat. Weil normalerweise reicht es ja, wenn das mit Villagern, einem Zombie ist und mit so einem Ding, wo der Golem halt runterfällt, ne? Das ist ja so das Standardding. Aber ich möchte mir mal auf Nummer sicher gehen, weil wir haben ja hier auch schon Dörfer stehen. Und ich weiß nicht, ob dann vielleicht die Spawn-Rates dieser Dörfer hier irgendwie in einem Umkreis... Ich weiß nicht, ob das... Das ist halt schon ein Stück weit, ne? Frage ist halt aber, ob das wirklich weit genug ist. Aber wenn die Farm weitergelaufen ist, dann muss der Leuchtturm funktionieren. Was macht die andere Farm? Wir gehen nochmal eben gucken. Die Folge ist eigentlich schon so gut, so wie, sie ist schon so gut wie zu Ende. Sie ist schon so gut wie zu Ende. Ich möchte jetzt nur einmal kurz... Ich gehe jetzt nur einmal ganz kurz nochmal was lurken. Das Loken, dann müssen wir eh nochmal, müssen wir eh dann hier im Lagerraum die nächste Folge mal anfangen. Ich glaube, wir wurden ausgeraubt. Oh, hallo. What the fuck? Okay. Okay, das ist wohl eine Konsequenz von etwas älteren Welten. Genau. Das wird's sein. Das wird's sein. Scheiße. Oh mein Gott.
Okay. 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 Interessant. Ich bin nur ein. Ich bin nur ein klein wenig schockiert. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.